Danke, auch dieser Antrag ist einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt B, Beratung und Beschluss über die vierte Änderung des Bebauungsplanes. Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge den Verordnungsentwurf über die vierte Änderung des Bebauungsplanes 11.11.04 samt Erläuterungen, Rechtsplan und planlicher Darstellung in seiner Gesamtheit beschließen. Wer damit einverstanden ist, dann bitte ich um ein Zeichen zur Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen. Danke, auch dieser Antrag ist einstimmig angenommen. Somit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 3. Flächenwidmungsplanänderung 407. A. Beratung und Beschluss über die Einwendungen bzw. Stellungnahmen. Ich darf wieder die Verlesung der Einwendung verzichten. Der Behandlungsvorschlag von der Einwendung 1, nur Antragsteller gegen die Landesregierung. Der Behandlungsvorschlag, keine Berücksichtigung der Einwendung. Da die Lärmschutzmaßnahme im Bauverfahren behandelt wird. Wer damit einverstanden ist, dann bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen. Danke, auch dieser Antrag ist einstimmig angenommen. Die Einwendung 2 von der Baubezirksleitung Steirischer Zentralraum, wo es um die Zufahrt von den Landesstraßen geht. Zufahrt von der Landesstraße mit dem laufenden Abstimmung der Landesstraßenverwaltung der Behandlungsvorschlag ist Berücksichtigung der Einwendung. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen zur Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen, Dankeschön, einstimmig angenommen. Die dritte Stellungnahme von der Bezirkshauptmannschaft Graz Umgebung Forstreferat. Der Behandlungsvorschlag ist die Kenntnisnahme und die Ergänzungen und Erläuterungen und die Stellungnahme des Forstreferats der Bezirkshauptmannschaft einzuarbeiten. Wer damit einverstanden ist, dann bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen. Danke, ist auch einstimmig angenommen. Wir kommen zu Punkt B, Beratung und Beschluss über die siebte Änderung des Flächenwidmungsplanes. Die Planung wurde gegenüber dem Anhörungsentwurf wie unter A angeführt verändert. Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge den Verordnungsentwurf über die siebte Änderung des vierten Flächenwidmungsplanes samt Räumung und Planerstellung in seiner Gesamtheit beschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen. Dankeschön, auch einstimmig angenommen. Wir kommen somit zum Tagesordnungspunkt 4. Grundstück 10.20.05 EZ 1962 KG die Koch, Verordnung über die Umleitung eines Grundwegs und Gemeindevermögens in das öffentliche Gut. Dabei geht es um die kleine Straße zwischen Kudanada und unserem Heizwerk und da haben wir in der letzten Sitzung vom 11.03. das bereits beschlossen, wobei unser Bauamt sich im Vorfeld bei der Abteilung erkundigt hat, wie dieser Beschluss zu fassen ist. Wie wir dann hineingeschickt haben und eine andere Abteilung gesagt, das ist falsch. Deswegen müssen wir den Beschluss von der letzten Sitzung beheben und müssen ihn heute in anderer Form, wie ich ihn jetzt dann verlesen werde, vorlesen. Also es ist in Wirklichkeit ein reiner Formalismus. Ich stelle daher den Antrag, der Gemeinderat möge die neu vorliegende Verordnung, mit der die Umreihung des unbeweglichen Gemeindevermögens Grundstück Nummer 10.20.05 EZ 1962 KG 63.2 Lieboch im Ausmaß von 623 Quadratmetern in das öffentliche Gut der Marktgemeinde Lieboch verordnet und dem Gemeindegebrauch gewidmet wird, beschließen. Gleichzeitig wird der Gemeinderatsbeschluss vom 11.03. Tagesordnungspunkt 16 aufgehoben. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen. Danke, ist einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 5. Übernahme in das öffentliche Gut und Widmung für den Gemeingebrauch im Bereich der Förngasse. Da haben wir einige Anrainer die Grundstücke abgetreten, sodass wir diese Teilstücke in das öffentliche Gut übernehmen können. Gibt es dazu Fragen, Anmerkungen? Das Förngasse ist das jetzt? Förngasse, ja. Wenn wir oben war das bis jetzt dann nicht im öffentlichen Gut? Da waren Teile noch nicht im öffentlichen Gut. Also Teile, Teile, es geht um die Teilstücke. Ja, ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge die Übernahme des Grundstücks Nummer 2269 in das öffentliche Gut der Marktgemeinde Lieburg EZ 2508 gemäß Teilungsplan EZ 4143-15 des Herrn Diplom-Ingenieur Günther Moser beschließen. Die Widmung für den Gemeingebrauch soll lediglich für die Trennstücke 1 und 6
beschlossen werden, da die anderen Grundstücke private Grundstücke zukommen bzw. privat bleiben. Wer damit einverstanden ist, bitte mal ein Zeichen Zustimmung. Gegenprobe. Enthaltungen. Danke. Dieser Antrag ist einstimmig angenommen. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 6. Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses vom 11.03.2016. Da geht es jetzt dabei darum, was wir das letzte Mal am 11.03. auch beschlossen haben, zur Erklärung. Das war dieses Stück, Straßenstück, was wir in Schadendorf gefunden haben, rechts von der Backerstraße, das in der Wiese drin war. Und darum wird der Beschluss gefasst, das umzuwandeln in freies Gemeindevermögen und dann quasi dort wieder in eine Schenkung zuzuführen. Dadurch würden massive Gebühren und so weiter anfallen. Es ist aber jetzt so, dass bei der Ausarbeitung der Diplom-Ingenieur Moser einen Plan gefunden hat aus dem Jahr 1935, wo das wirklich eine Straße war. Und eine Straße einfach auf, also herzugeben, ist um einiges billiger und deswegen müssen wir den Beschluss von der letzten Sitzung wieder beheben. Und dann ist das für die Gemeinde insgesamt viel günstiger und der einfachere Weg, wenn wir es dann mal gerade 15 Wirtschaftskleidungsgesetz abhandeln. Gibt es dazu eine Frage? Dann komme ich von der Straße im Plan noch. Nein, das ist der Tagesordnungspunkt A ist jetzt, dass wir den Gemeinderatsbeschluss quasi aufheben und dass wir das noch § 15 abhandeln. Und das zweite ist, dass wir die Gemeindestraße einfach auflassen. Ja, das ist bürokratisch viel einfacher und auch viel billiger. Ja. Jetzt. Ich probiere ziemlich schnell sein. Nur nicht falsch machen. Also, somit muss ich auf den Antrag eingereicht werden. So, man kann bei A habe ich es gar schon gemacht. Okay, A, B, C, in ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge die Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses vom 11.03.2016, Tagesordnungspunkt 9, Grundstück Nummer 1828/3 KG Nibo, 1236 Quadratmeter, Auflassung des öffentlichen Gutes, Umwandlung in freies Gemeindevermögen beschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen. Danke, ist einstimmig angenommen. Punkt B. Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge gemäß § 8 Absatz 3 des Landesstraßenverwaltungsgesetzes, Landesgesetzplatz 154 durch 1964 in der geltenden Fassung die Auflassung des Grundstücks Nummer 1828/3 EZ 50.000 KG 63251 Vigo im Ausmaß von 1236 Quadratmeter als Straße, Klammer öffentliches Gut, beschließen und gleichzeitig die Widmung für den Gemeingebrauch aufheben. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltung. Okay. Ist auch einstimmig angenommen, danke. Tagesordnungspunkt C. Durchführung des Planes GZ 4280/16, das ist ja die Diplom-Ingenieur Günter Mosers, Auflösung des Grundstücks Nummer 1828/3 und Zuschreibung zu den Grundstücken Nummer 77 und 89/2. Ich stelle den Antrag, die Auflösung des Grundstückes Nummer 1828/3 und die Zuschreibung zu den Grundstücken Nummer 77 Strommeier und 89/2 Göster zu beschließen. Die Anlage wurde aufgelassen. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Zeichen zu geben. Gegenprobe, Enthaltungen. Danke, ist einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 7. Aufstockung der Darlehenssumme für die Kindergartensanierung. Dazu ist anzumerken, dass die Kindergartensanierung schon länger in Planung ist und die Kinder mittlerweile umgesiedelt sind und sich da teilweise eben auch so große Dinge ergeben. Das hat dazu geführt, dass die Dachsanierung eigentlich deswegen im Vordergrund gestanden ist und die Zusage von der Fachabteilung 6 über die Förderung dieses Vorhabens getätigt worden ist. Die sind dann allerdings kurz vor Beginn der Baustelle, also schon mit den Siedlungsarbeiten noch einmal Nachschau halten gekommen und es gibt da anscheinend eine interne neue Verordnung, dass die Quadratmeteranzahl für die Kinder nicht mehr pro Gruppenraum ganz ausreichend ist und im Zuge der Sanierung das auch durchgeführt werden muss. Somit ergeben sich natürlich eine höhere Beitrag von Kosten und deswegen müssen wir die beim Land natürlich noch genehmigen lassen, die Darlehenssumme von 400 auf 650.000 aufstocken. Gibt es dazu Anmerkungen? Nicht der Fall.
Ich stelle daher den Antrag, der Gemeinderat möge die Aufsteckung der Darlehenssumme für die Kindergartensanierung von 400.000 auf 650.000 zu denselben Bedingungen, Basis 300 Euro plus 0,59% Aufschlag der Volksbank Steiermark, beschließen, vorbehaltlich der aufsichtsbehördlichen Genehmigung. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen. Danke, auch dieser Antrag ist einstimmig angenommen. Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 8. Da sind einige Arbeiten bis gesetzlich möglich vor dem Vorstand vergeben worden. Der restliche Teil ist heute zu beschließen. Das ist Punkt A Trockenbau, B Malarbeiten, C Fliesenleger, D Schlosser, E Bodenleger, F Zimmermeister. Gibt es dazu Fragen, Anmerkungen? Dann stelle ich den Antrag zu Punkt A. Aufgrund der vorliegenden Prüfberichtes möge der Gemeinderat den Auftrag für die Trockenbauarbeiten an die Firma Ruckenstuhl GmbH Reichstraße 50 94 Leibniz zu den vorliegenden Angebotsbedingungen mit einer Vergabesumme von €48.532 exklusive Mehrwertsteuer vergeben. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen. Danke, der Antrag ist einstimmig angenommen. Punkt B, Malarbeiten. Ich stelle den Antrag aufgrund des vorliegenden Prüfberichts, möge der Gemeinderat den Auftrag für die Malarbeiten an die Firma Harald Acht, Schulhof 702, 8430 Kleiner von der Schule zu den vorliegenden Angebotsbedingungen mit einer Vergabesumme von 14.268,12 exklusive Mehrwertsteuer vergeben. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen. Danke, ist einstimmig angenommen. Punkt C, Fliesenleger. Ich stelle den Antrag aufgrund des vorliegenden Prüfberichts, möge der Gemeinderat den Auftrag für die Fliesenlegerarbeiten an die Firma Fliesenreiniger GmbH Bayerstraße 20, 4830 Leibniz zu den vorliegenden Angebotsbedingungen mit einer Vergabesumme von 15.762 Euro exklusive Mehrwertsteuer vergeben. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen. Danke, einstimmig angenommen. Tagesordnungspunkt B, Schlosser. Ich stelle den Antrag aufgrund des vorliegenden Prüfberichts, möge der Gemeinderat den Auftrag für die Schlosserarbeiten an die Firma Sterners Metallbau GmbH Völkermarkt der Straße 399-20 Klagenfurt am Börnersee zu den vorliegenden Angebotsbedingungen mit einer Vergabesumme von 152.000 exklusive Mehrwertsteuer vergeben. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen. Dankeschön, einstimmig angenommen. E. Bodenleger, ich stelle den Antrag. Aufgrund der vorliegenden Prüfberichts möge der Gemeinderat den Auftrag für die Bodenlegerarbeiten an die Firma Zieger GmbH Kammerstraße 1380 10 Graz zu den vorliegenden Angebotsbedingungen mit einer Vergabesumme von 34.795,43 exklusive Mehrwertsteuer vergeben. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Haben wir schon? Gut. F, haben wir das vergessen? Ja, na, bei der Einladung war das. Bei der Einladung ist er noch nicht, okay. Gut. Der Punkt F sind die Zimmermeisterarbeiten. Gibt es dazu noch Fragen, wo er nicht jetzt oben war? Okay, ich stelle den Antrag aufgrund des vorliegenden Prüfberichts, möge der Gemeinderat den Auftrag für die Zimmermeisterarbeiten an die Firma Holzbau Führenschuss GmbH Florianestraße 54 85 23 Grauntal zu den vorliegenden Angebotsbedingungen mit einer Vergabesumme von 47.581,25 Euro exklusive Mehrwertsteuer vergeben. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen. Danke, auf dieser Antrag einstimmig angenommen. Wir kommen somit zum Tagesordnungspunkt 9. Verwendung des nicht ausgenutzten Darlehensrahmens der genehmigten Darlehen Hochhausen an Lippenbach, Lusenbach inklusive Grundabgröße für weitere Hochschutzmaßnahmen vorbehaltlich der aufsichtsbehördlichen Genehmigung. Dabei geht es darum, dass wir den Gemeinderatsbeschluss damals für dieses Darlehen ziemlich eng gefasst haben, indem er eben nur für Lippenbach, Lusenbach vorgesehen war. Parallel zu dem, dass wir jetzt den Darlehens. Einen Schritt zurück. Wir haben das letzte Mal beschlossen, die Planung der Rückhaltemaßnahmen im Industriegebiet West unten entlang der Kainach. Dafür ist es notwendig, dass wir natürlich, wenn wir das gemeinsam umwidmen und dort Betriebsansiedlung vorantreiben wollen, auch die Hochwasserschutzmaßnahmen umsetzen. Da die Darlehenssumme nur für das obere Rückhaltebecken durch die Landeszuschüsse nicht ausgenutzt wird, könnten wir dabei beginnen, mit diesem Darlehen zu arbeiten, wenn wir das heute hier so weit öffnen, dass wir sagen, wir können das für weitere Hochwasserschutzmaßnahmen im Gebiet von Lieburg verwenden. Parallel dazu sage ich aber gleich, dass ich intensive Verhandlungen führe mit den Büros
Seitinger Schützenhöfer Buchmann, um dort eine zusätzliche finanzielle Unterstützung zu erreichen. Und ich hoffe, dass wir das noch im neuen Jahr gelingen wird. Gibt es dazu Fragen, Anmerkungen? Es liegen die Beispiele bei. Also es geht ums Rückhaltebecken in Wiebachbach-Lusenbach, da geht es ums Industriegebiet West und wir haben aber auch die Bereiche Holzgrabenbach nicht ausgeschlossen, sollte es sich in irgendeiner Form ausgehen, weil die Berechnungen sagen, es würde sich ausgehen, die wir angestellt haben. Dürfen wir das bald auch so weiter verlegen? Nein, wir dürfen es eben nicht, deswegen müssen wir heute den Gemeinderatsbeschluss ändern. Danach geht es aber erst in die Landesregierung und wenn die Landesregierung sagt, das Darlehen darf auch dafür verwendet werden, dann dürfen wir es verwenden. Also das ist der erste Schritt einmal. Das muss ich überhaupt prüfen. Die Landesregierung prüft es dann und in ihrer Sommersitzung, die sie hoffentlich irgendwann hat, werden die das beschließen. Vorgespräche dazu habe ich geführt. Ist das für alle okay? Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge vorbehaltlich der Zustimmung.